Hallo! Und schon wieder ein kleines Haul-Video von mir. Ja, ich bin eine kleine Schnäppchenjägerin. Unter anderem habe ich mir gekauft ein paar Artikel von der P2 Ready-to-Wear LE. Und laut Ankündigung soll die gar nicht bei jedem DM zu finden sein, aber ich habe die in jedem DM hier in Köln, in dem ich war, angetroffen. Na, mal gucken. Auf jeden Fall zeige ich euch die Produkte, die ich mir gekauft habe, und es ist schon mein Highlight dabei. Das Blush, der Rouge, das Blush, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Schaut euch mal dieses schöne Design an. So zeige ich euch am besten. Ein Reißverschluss und so ein bisschen so Strickoptik. Okay, normalerweise kann man ja sagen, okay, wenn ich Strickoptik haben will, da kauft man sich keinen Rouge, sondern ein Pullover oder so. Aber viele haben sich ja gesagt, ja, nee, das Outfit oder nicht das Outfit. Die Verpackung sieht etwas ja künstlich aus, so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Aber ich finde diesen karamellfarbenen Ton, so hellbraun Karamell, sehr, sehr schön. Aber diesmal kommt es ja nicht auf die Verpackung an, sondern auf den Inhalt. Und der Inhalt ist so schön. Da haben wir einen Ton, so ein etwas stichiges Rosé, so ein hellbraun und so einen schönen Peach-Ton. Und das Gute ist, die glitzern nicht. Die haben einen leichten Schimmer, verleihen so einen leichten Glow auf den Wangen. Nur das einzige Manko, was sein könnte, man kann natürlich alle auftragen, aufnehmen und auftragen, aber wenn man die einzelnen aufnehmen möchte, wird das etwas schwer. Und dafür gibt es eine kleine Wunderwaffe, die ich in einem meiner letzten Videos vorgestellt habe. Diese Pinsel von der Show of L.A. von Essence. Also wer den ergattern konnte mit diesem schmalen Kopf hier, für den wird das ein leichtes sein, in die einzelnen Fächer zu gehen. Aber wozu gibt es einen Finger? Ich mache euch mal einen Fingerswatch. Auf die leichte, herkömmliche Art. Einmal von dem Peach-Ton. Ja, ich musste mich erstmal überwinden, überhaupt da reinzugreifen. Dann von dem Reißverschluss. Wobei ich sagen muss, der Reißverschluss ist nicht so sehr pigmentiert. Und von dem Rosé-Ton. So, da haben wir die Swatches. Und ich hoffe, das Licht ist okay. Und meine Hand ist schön braun, deswegen sieht man nicht so viel. Vor allen Dingen, ich habe so viele Swatches auf meinen Händen schon gemacht. Wenn die nicht irgendwann hier abfallen, würde mich das wundern. Hier haben wir die. Oh, ich gehe mal so ein bisschen. Nee, meine Hand ist zu braun dafür. Auf jeden Fall, hier war. Ich weiß nicht. Moment, ich verquirle mich mal. So müsste man das sehen. Da ist das blaustichige Rosé. Da ist das Braun. Und da ist der Peach-Ton. Leider kann man das nicht so gut auf meiner Hand sehen. Aber ich habe es mir auf die Wangen aufgetragen. All in one sozusagen. Es ist so ein, ja, ein frischer Effekt für den Herbst jetzt. Gefällt mir. Gekostet hat er, glaube ich, 3,75. Also für P2, ja. Musste sein, musste mit. Weiter geht's mit dem Nagellack, den ich mir gekauft habe. Das ist der, den ich auch drauf habe. So ein blassrosa Ton in der Farbe Cream Velvet. Achso, den Blush gab es sowieso nur in einer Nuance. Cream Velvet. Weißt du, ich habe Makro an, aber man sieht es nicht. Kann das sein? Der sieht so aus. Wie gesagt, so ein leichter blassrosa Ton. Und er hat ein leicht cremiges Finish. Kein Glitzer. Kein Schimmer, kein gar nichts. Und er deckt perfekt in zwei Schichten. Okay, eine Schicht wird da so leicht minimal streifig. Aber dadurch, dass er sehr, sehr cremig ist, wird das sehr perfekt in zwei Schichten. Das sind jetzt zwei Schichten. Moment, was halte ich dahinter? Ich halte mal das hier dahinter. Kann das gut auch. Ja, so sieht man es ganz gut. Gefällt mir ganz gut. Das wird ein kurzes Video. Kann das sein? Weiter geht's mit dem Lidschattenquartett, das ich gekauft habe. Ich habe mir den hier gekauft. In 030 Natural Cashmere. Der ist, also im Vergleich zur Größe, das ist der Blush. Das ist der Lidschatten. Und in diesem kleinen Lidschatten
Quartetts in 4 Farben drin, wie der Name schon sagt. Und ich krieg die so schwer auf. Ich krieg die schwer auf. Okay, jetzt haben wir's. Das ist das hier. Das sind die Nuancen. So ein Braun mit so leichten Goldpartikeln drin. So ein Lachscreme, Lachston soll das sein. Ein Gelb, was eigentlich kein Gelb ist. Und hier ein glitzeriges Weiß. Was ich aber sagen muss, ich kriege die nicht aus dem Automaten, wollte ich schon fast sagen, aus dem Behälter. Pännchen, genau. Mit einem normalen Pinsel kann ich da nichts aufnehmen, weil die sind so ineinander verschlungen, dass es sehr schwer wird, einmal mit dem Pinsel durchzugehen. Deswegen, Mädels, holt eure Applikatoren raus, die ihr irgendwann mal versteckt hattet, weil die alle so pinselsüchtig sind. Hier habe ich mir 4 Applikatoren zurechtgelegt, ja. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp, wo man die auch bewahren kann. Es gibt ja so kleine Filmdöschen von den Kameras, die es mal früher gab. Das sind also Kameras, die noch so einen Film brauchen. Keine Digitalkameras wie die hier. Von denen habe ich den Deckel abgenommen, die bisschen gekürzt, oben einmal einen runden Schnitt drauf gemacht und die kann man dann schön reintun. Dann hat man die. Wenn man möchte, kann man die Deckel wieder zumachen. Dann staubt das nicht und dann kann man die sogar transportieren. Genau. Und 4 Applikatoren. Dann nehmen wir mal ein paar Swatches auf. Auf die andere Hand diesmal. Einmal von dem Weiß, das ein sehr schöner Highlighter-Ton ist. Weil es ist kein kalkiges Weiß, sondern er gibt so leichte Schimmerglitzerpartikel und erzeugt einen wachen Effekt, finde ich. Das ist der. Also auf dem Auge, ich habe das hier unter die buschige Augenbraue aufgetragen, ist das nicht so kalkig weiß, wie er hier auf dem Swatch überkommt. Man kann ihn schön einarbeiten. Dann von dem Gelb, das eigentlich kein Gelb ist, sondern ich finde das sehr, sehr schön. Also wie man sieht, man muss hier in dieses Bauchige da rein. Also so einmal gerade durch, wird schwer. Gelb ist so. Und wie man sieht, es ist nicht sehr stark pigmentiert. Also das ist kein Lidschattenquartett, den man so Larifari so kurz vor der Schule oder kurz, wenn man es eilig hat, auftragen kann. Sondern man muss sich Zeit nehmen für den Lidschatten. Mhm. So. Und den finde ich sehr, sehr schön, um so ein bisschen das ganze Augenlid damit zu betonen, weil er gibt keinen sehr starken gelben Effekt auf die Lider, sondern er nimmt so ein bisschen das Rötliche weg, habe ich das Gefühl bei mir. Dann zu diesem Problemfall in diesem Quartett, den Lachston. Ja, man muss in diese runden Dinger da rein, damit man nur die Farbe bekommt und nicht so ein Mischmasch. Leider sind die auch etwas krümelig und haben so Fallout hier. Den Lachston, den sieht man bei mir gar nicht. Also, auf dem Augenlid so ein bisschen minimal. Das ist das, was da drauf sein soll. Also es kommt sehr hell raus bei mir leider. Dann zu meinem Liebling aus dem Quartett. Okay, ein Quartett und ein Liebling. Keine gute Ausbeute. Das ist der hier. Den kann man so schön einmal reingehen, weil... Okay, jetzt bin ich schief reingegangen. Super. Einmal reingehen, weil der ist breiter. Und genauso breit ungefähr wie das Weiße. Und der ist schön pigmentiert. Also schön dunkel. Vielleicht liegt es auch an der Farbe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ist am schönsten. So ein Braun mit so leichtem, goldigen Schimmer. Der gefällt mir. Also, das waren die Swatches aus der LE. Ein Highlight ist auf jeden Fall das Rouge. Das passt sehr perfekt für helle, dunkle, für alle, die so ein schönes Rouge haben wollen und so schön einen Glow auf die Wangen haben wollen. Die Lidschatten, da muss man überlegen, ob man wirklich die Zeit morgens hat, mit den Lidschatten rumzuspielen. Und noch ein Highlight. Highlight ist natürlich dieser Nagellack gewesen, weil es ist schon ein schönes Blassrosa, der schön deckt. Die anderen Sachen, da habe ich mich zurückgehalten, weil ich wollte mir was von MAC kaufen. Tschüss!